Hallo ihr Lieben, ich bin etwas nervös, weil wir das jetzt zum ersten Mal machen, also beziehungsweise ich. Und ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert und ich hoffe so, dass es funktioniert. Also solltet ihr das Video jetzt sehen, dann hat es geklappt und ich hoffe so sehr, dass ihr es sehen werdet. Denn ich habe schon länger nach einer Low-Carb-Nudel-Alternative gesucht und ich bin wirklich gespannt und hoffe es einfach, dass es klappt. Also entweder wenn es Spätzle oder Knöpfle, weil ich die jetzt nicht schaben werde, sondern einfach durch die Presse gebe. Aber das ist mir wurscht. Hauptsache sie schmecken. Und was ich noch sagen wollte, und zwar da kommt ja auch Butter dran. Und ich habe gedacht, ich zeige euch die mal. Also ich liebe diese Butter. Also bevor jetzt jemand denkt, irgendwie ich mache Werbung. Also ich mit meinem kleinen Pups-Kanal, ich muss mal so sagen, da glaube ich kaum, dass jemand irgendwie dran denkt, dass ich Werbung machen könnte. Aber ich will es ja mit euch teilen. Das einzige Problem ist, dass ich die bis jetzt nur bei Kaufland gesehen habe. Und zwar, das ist von Weight Watchers. Die schmeckt so super nach Butter. Kostet auch nur 1,19 Euro. Also ist nicht irgendwie teuer. Da sind auch 250 Gramm drin, wie bei einer Butter. Aber jetzt kommt's. Ich habe eben extra nochmal drauf geguckt. Also bei der normalen Butter, die ich auch im Kühlschrank habe, da sind pro 100 Gramm irgendwas mit 700 irgendwas Kilokalorien. Hier sind bei 100 Gramm 173 Kilokalorien. Also brauchen wir wohl nichts zu sagen. Und die schmeckt halt wirklich, also die kann man so auch, also wie ein Butterbrot essen. Das schmeckt so intensiv nach Butter. Also ich liebe die, muss allerdings da halt auch immer zu Kaufland, weil woanders habe ich sie noch nicht gesehen. Wollte es nur mit euch teilen, falls es euch interessiert, weil wenn wir jetzt Low Carb machen, dann passt es ja auch mit Kalorien und überhaupt. Jetzt habe ich aber genug gebabbelt und ich würde sagen, jetzt starten wir. Und zwar, was brauchen wir? Wir brauchen einmal 3 Eier, Größe M, 25 Gramm geschmolzene Butter, die steht gerade hinter mir. Da habe ich auch diese genommen, die ich eben euch gezeigt habe. Die ist aber noch nicht ganz geschmolzen, deswegen habe ich sie noch nicht hier dabei stehen. Dann brauchen wir 50 Gramm Haferkleie, 50 Gramm Eiweißpulver. Dann habe ich ein bisschen Kurkuma, das ist aber mehr für die Farbe, nur so eine Messerspitze kommt da dran. Dann brauchen wir einen Teelöffel Salz und ein kleines bisschen Muskatnuss. Und das war's. Und zwar, wir beginnen mal. Die Eier habe ich jetzt hier schon reingegeben. Dann gebe ich jetzt hier die geschmolzene Butter mit dazu. Also im Prinzip mache ich erst das Flüssige jetzt einfach zusammen und dann kommen die trockenen Zutaten dazu. Und das verrühren wir jetzt. So, ich habe mir jetzt doch überlegt, die trockenen Zutaten erstmal separat in die Schüssel zu geben, damit sich die gut verteilen, also damit ich die gut verrühren kann. Und zwar ein bisschen Kurkuma, aber wie gesagt nur ein bisschen, einfach so ein bisschen für die Farbe. Dann Eiweißpulver. Dann die Haferkleie. So ein Esslöffel Salz. Ein Teelöffel, Entschuldigung. Ein Esslöffel wäre dann doch ein bisschen viel. Und etwas Muskat. So, und jetzt gebe ich das einfach immer so nach und nach zu unserer Eimasse dazu. So, und jetzt lassen wir den Teig einfach so 10 Minuten quellen und dann geht's ab ins Wasser. So, ihr Lieben, ich hatte das jetzt mal ausprobiert mit der Presse. Das ging jetzt nicht so gut. Jetzt mache ich es einfach so. Und ich habe eins schon mal probiert. Sie sehen zwar echt nicht so aus wie auf dem Bild, aber vom Geschmack her sind sie echt lecker, muss ich sagen. Also so sehen sie aus. Also sie sahen auf dem Bild aus wirklich wie richtige Spätzle. Aber wir warten es mal ab. Vielleicht werden sie ja noch schöner. So, ihr Lieben, ich hole sie jetzt raus. Sieht eher aus wie so, wie so Hähnchenstückchen. Aber ich habe eben noch mal eins probiert. Also
ich kann mir die richtig gut mit, hoppala, mit so einer Soße vorstellen, weil die saugen bestimmt richtig schön die Soße auf. Ich werde mir jetzt gleich mal noch eine Menge machen, weil ja die andere Hälfte ja leider in die Presse gegangen ist und dann nicht mehr zu gebrauchen war. Von daher ist es im Endeffekt, die doppelte Menge kommt dann bei den Zutaten, die ich euch jetzt angegeben habe, raus. Oh, jetzt bin ich aber froh. Ich habe echt gedacht, oh, jetzt klappt es nicht. Sieht zwar wirklich nicht aus, also wie von dem Bild, aber mein Gott, wenn es schmeckt. Ach ja, und ich habe die jetzt so ungefähr so 3-4 Minuten drin gelassen. Also wenn es richtig heiß ist, dann heißt es so 1-2 Minuten. Das fand ich jetzt ein bisschen kurz. Man kann ja mal eins probieren. Aber ja, so 3-4 Minuten habe ich sie jetzt drin gelassen. So, ich wollte euch noch mal zeigen, ich habe jetzt ja noch mal die zweite Portion gemacht, wie es besser geht, wenn man das, seht ihr, wenn man das Messer erst nass macht. Ich habe ja sonst noch nie Spätzle gemacht, dann wären das nicht so Hähnchenteile. Ich muss gerade lachen, weil die sehen so lustig aus. Dann seht ihr am Schluss auch die Portion, die wirklich jetzt bei der Menge rausgekommen wäre. So, jetzt hat es doch noch geklappt. Und zwar, irgendwas ist mir vorher noch eingefallen, was ich noch sagen wollte, aber man sagt ja, wenn man es nicht mehr weiß, scheint es nicht so wichtig gewesen zu sein. Das hoffe ich jetzt einfach mal. Und zwar, ich habe jetzt eben nochmal genascht, weil ich wollte nicht zu viel naschen, weil ich das ja heute Abend erst machen will. Aber ich finde es echt lecker und ich werde es auf jeden Fall oft machen, das kann ich euch sagen. Also bei mir gibt es das auf jeden Fall oft. Okay, optisch, naja, ist jetzt nicht so der Hit. Aber mein Gott, wenn die Soße drüber kommt, dann ist es ja auch egal. Also ich freue mich. Und ja, jetzt würde ich sagen, zeige ich es euch aus der Nähe. Und zwar so sieht das Ganze aus. Ich habe euch ja gesagt, ich habe noch eine kleinere Portion nachgemacht. Dass es jetzt im Endeffekt die Portion wäre, die rauskommt, wenn ihr die Zutaten benutzt, so wie ich es euch aufgeschrieben habe, beziehungsweise gesagt habe. Und wenn ihr es genau seht, bei der zweiten Menge habe ich ein kleines bisschen mehr Kurkuma reingemacht, dass es ein bisschen gelblicher ist. Und ja, jetzt habe ich genug gebabbelt, also macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!